Big Fish. Earth Game Studios. You want to hear one more story, my child? Well then, here's one. You remember Grandmother Eleanor, don't you? This is her story. Und hiermit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Wimmelbild-Abenteuer, meine Lieben. Es handelt sich um das Spiel Queen's Tales 2, Sünden der Vergangenheit, wie ich auch am Ende von Shiver 2, Poltergeist, da auch schon ein bisschen angedeutet habe, dass jetzt nach Shiver 2 Poltergeist natürlich ein weiteres Wimmelbild-Spiel erscheinen wird, was auch einen zweiten Teil beinhaltet. Und ich habe euch da auch schon am Ende von Shiver 2 ja euch auch schon angedeutet gehabt, dass dann die Spielreihe von diesem Spiel, also von dieser Spielreihe, Queen's Tales, nämlich dann auch zu Ende geht. Denn dieser Teil ist leider auch schon der letzte Teil von dieser Spielreihe. Ich habe euch ja den ersten Teil euch ja auch schon gezeigt, Queen's Tales 1, das Biest und die Nachtigall. Das Spiel fand ich ja auch schon hervorragend. Und der zweite Teil wird natürlich umso schöner werden jetzt. Und hier kann man auch ein bisschen interagieren. Ich hoffe, dass der Spielsound jetzt nicht zu laut ist. Aber die Stimme auch noch mal ein bisschen leiser. Ich glaube, das war gerade im Intro-Video ein bisschen sehr laut. Dafür entschuldige ich mich. Ja, und ansonsten, ja, hier kann man den, also ich kann euch jetzt schon sagen, dass das hier ein Elfenkönig ist und das ist der Phönix. Yeah, der erinnert mich ein bisschen an den Phönix aus Spirits of Mystery 2, der Gesang des Phönix. Ist auch von den gleichen Herstellern, deswegen sollte das, glaube ich, nur als kleine Schleichwerbung sein. Ja, okay, dann verrate ich euch kurz noch so die Nebeninfos für euch, als Hintergrundwissen, bevor das Spiel losgeht. Es herrscht natürlich schon seit vielen Jahren Krieg zwischen dem Reich von unserem Vater und den von den Elfen. Und das ist hier der Elfenkönig, wie gesagt. Der sieht auch schon ein bisschen düster aus. Doch nun haben die Elfen den Krieg gewonnen und unser Vater ist jetzt halt ein Gefangener von den Elfen. Grausamer ist jedoch, dass der Elfenkönig uns als Frau möchte und während ich halt als Protagonist versuche von ihm zu fliehen und unseren Vater zu befreien, wird uns klar, dass der wahre Grund des Krieges in der Vergangenheit liegt. Deswegen heißt auch der Titel Sünden der Vergangenheit. Und unser Ziel ist natürlich in diesem Wimmelbild-Spiel, dass wir das begrabene Geheimnis unbedingt lüften aus der Vergangenheit. Genau, jetzt habe ich nur das Wichtigste euch gesagt und jetzt beginnen wir das Spiel. Wir spielen natürlich individuell, wir brauchen keine Anleitung. Ja, der Ladetipp kann von mir aus mal bei unangenehmen Rätseln auch ziemlich kurz sein. Dann dauert das auch nicht allzu lange. Und los geht's. Gut zu wissen. Über Optionen kannst du die Schwierigkeit während des Spiels ändern. Ja, brauche ich aber nicht. Hallo Phönix. It all began when a thief stole the king's most valuable item. Your grandmother was a little girl. She spent her days playing with her best friend, a young elf. The king searched everyone in the castle. Show me your bag. Until he uncovered the elf's treachery, the mage, the king's closest advisor, ordered the young elf's arrest. The elf did not resist, but his eyes burned with hatred. 13 Jahre später. Ja, okay, jetzt was zu klauen ist ja auch gerade nicht was Feines, ne? Und ich vermute mal, das Elfenkind, das man da gerade im
Video gesehen hat, das ist wohl der Elfenkönig, den wir jetzt gerade im Hauptmenü gesehen haben. Und der ist jetzt natürlich voller Hass begiert. Your Highness, I have served your father for many years, ever since he saved my life. He is a good man, and I know he will win this wretched war. Dass unser Vater ein guter Mensch ist, das wusste ich aber schon. I must prepare for his reception. He should be arriving soon with his mage. Did you finish your embroidered portrait for him? Nein. Ich wusste gar nicht, dass ich das auch noch machen soll. Okay, beende deine Stickarbeit. Okay. Haben wir irgendwie eine Art Tagebuch hier? Nö. Also ich sehe hier keins. Eine Goldschleife? Oh ja, und hier fehlt uns aber erstmal was. Okay. Alles, was ich brauche, ist in meinem Zimmer. Schön. Ich bringe es nicht übers Herz, mich von diesem Bild zu trennen. Es erinnert mich an ihn. Das glaube ich. Mh, lecker. Ja, kommt. Wir essen den kompletten Apfel auf. Sichtspuder. Und da können wir die Goldschleife hinzufügen. Papriges Garn. Okay, da fehlt uns noch etwas. Die, mein Kätzchen, denkt immer nur ans Spielen. Oh, süß. Süßes Kätzchen. Ja, okay, dann wollen wir mal ein bisschen sticken. Verwende die Nadel, um die Stickerei fertigzustellen. Fülle die freien Stellen mit dem passenden Garn. Die unterschiedlichen Symbole stehen für bestimmte Farben. Wähle das farblich passende Garn aus und fülle damit die freien Stellen. Okay, das ist ja jetzt nicht so schwer. Aber die Art von Rätsel erinnert mich gerade sehr stark an das Garnrätsel, was ich beim 5. Teil von Diner Nights so machen durfte. Und ich habe im Nachhinein, habe ich aber gesehen, wo mein Fehler war. Dort. Ah, Mann. Das kann ja echt nur mir passieren. Okay, das ist ja jetzt nicht so schwer. Also das ist angenehmer als das bei Tod in Rumänien, ein Diner Nightstone Roman auf jeden Fall. Okay, man braucht jetzt ein bisschen Geduld bei dem Rätsel, aber die habe ich ja. Und ich hoffe, ihr auch. Aber ich bin ja auch schon gleich fertig. Ja, hier muss man auch ein bisschen genau arbeiten. Okay, man kann auch mit gedrückter Maus das dann durchziehen. Gut zu wissen. So. So, dann machen wir erstmal das Dreieck. Ah, Moment, da oben habe ich ja noch eins übersehen. So, wo ist noch überall... Ach, da habe ich noch eins übersehen. Mann. Hallo? Ach so. So. So, dann machen wir erstmal den Kreis. Jawohl. Ich konzentriere mich gerade ein bisschen. Deswegen bin ich jetzt auch ganz kurz schweigsam. Weil man hier so genau arbeiten muss. So, und jetzt nur noch die Vierecke und dann haben wir es ja schon. Jawohl, und jetzt kommt noch die Krone. Hä? Habe ich jetzt irgendwo was übersehen? Ja, fertig. Ach, da oben.
Okay. Das ist unser Vater. Stickporträt. Und ein Schlüssel. Kreuzschlüssel. Wow. Wo ist mein Vater? Ich sehe nur den Magier. Er scheint verletzt zu sein. Okay. Hilf dem Magier. Princess, I tried so hard to reach you. I'm sorry I can't speak. My flask is empty. I need water. Ah, du bekommst natürlich auch Wasser. Oh ja, du siehst wirklich schlimm verletzt aus. Man sieht's ja am Arm. Okay, kaputter Trinkschlauch. Na gut, dass wir Nadel und Faden haben. Jetzt haben wir einen funktionstüchtigen Trinkschlauch. Dann begießen wir ihn mal erstmal mit Wasser. Jetzt haben wir einen Trinkschlauch und jetzt hast du hier dein Wasser. We were winning the battle, but then we fell into a trap. Your father is in critical condition. He wants to see you. Please, help me bandage my shoulder, so I can open a portal to him. Hm? Na klar, helfen wir dir. Aber bevor wir das tun, müssen wir natürlich hier die Kiste erstmal aufmachen. Da ist ein Verband drin, okay. Und unsere Katze ist natürlich jetzt auch weg. Reicht schon der Verband aus oder brauchst du noch was anderes? Thank you, Princess. Come along. We must hurry. Ja, wir haben aber nicht die Wunde komplett abgedeckt, ne? Aber okay, ist egal.